So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil The Hunter Call of the Wild hier bei mir, Captain Dux. Und wir spielen heute so ein bisschen Mexiko, so ein bisschen Bogen wieder und wir gehen natürlich wieder spazieren. Ich bin so ein bisschen demotiviert, was Quests angeht, aber das kriegen wir auch noch hin, beziehungsweise das machen wir auch noch. Heute erstmal spazieren gehen, ein bisschen, ja, viel Spaß und let's go! So, dass der immer jetzt, also habt ihr diesen Bug auch? Also falls jetzt gerade schon Hunter-Leute im Chat sind, dass wenn hier so ein Wegpunkt markiert, dass der, wenn dir frisch in die Karte reinsippt, dass der erstmal kriege, kann ich das kontrolliert irgendwie mal abspielen? Nee. Dass der so kurz wegbuggt so? Ich weiß es auch nicht. Ach, keine Ahnung. Vielleicht habe ich das nur. Wir gucken mal, was wir so finden. Ich bin gespannt. Ich habe die Map auch noch nie so wirklich mit Bogen ausprobiert. Ich weiß gar nicht wie. Aber ich glaube, die Tiere waren hier auch nicht so scheu. Ich weiß gar nicht mehr, was es hier alles gibt. Es gibt hier auf jeden Fall ziemlich viel gehörntes Wild. So antilopenmäßig und Axeshirsche gibt es hier, glaube ich, ne? Stimmt. Habe ich letztens im Zoo gesehen. Und Axeshirsche sehen im Zoo irgendwie viel größer aus als in diesem Spiel. Kann es sein, dass die in dem Spiel ein bisschen kleiner gemacht wurden? Also irgendwie sahen die schon ziemlich groß aus. So auf Dammbildhöhe. Glaube in dem Spiel hier, also was ich so geschossen habe, wir werden es ja heute sehen. Wir werden heute bestimmt ein paar Axeshirsche sehen. Sahen die irgendwie kleiner aus. Wir rennen mal ein bisschen. Alter, Sprachkrebs. Wir provozieren einen Anruf. So, erster Abschuss heute in Coming. Nach fast einer Stunde. Lol. Easy. Beide. Beide. Habt ihr das gesehen? Ja, ich werde belohnt mit zwei Abschüssen. So, wir schauen uns erstmal den an, den wir zum Schluss getroffen haben. Nein. Das ist natürlich nicht so gut. Ah, das hätte ich so nicht gedacht. Schade. Ich hoffe, ich habe den anderen ein bisschen besser getroffen. Ja. Schön. Silber, noch nicht Gold, aber ist okay. Ist okay. Sechser Rothirsch ist okay. Ich hole mal schnell eine Knifte. Ich muss mal schnell ein Gewehr holen. Nochmal kurz Luft holen. Nein, das war direkt in die Wirbelsäule. Ach, Mist. Ich hasse es. Vielleicht haben wir noch Glück. Vielleicht haben wir doch noch so ein Millimeter von der Lunge mit angeschnitten. Aber ich merke schon, das ist keine Bogenmap hier. Ich werde gleich, auf Schusswaffen wechseln. Ach, schon wieder. Also das ist jetzt schon wieder ein Vorzeichen dafür, dass wir vielleicht den Boomer auch so getroffen haben. Was ist denn heute los hier? Was ist denn heute los? Der war gut. Der war gut. Aber leider Munition ungeeignet für das Tier. Ist mir egal. Schauen wir mal, ob wir den Puma wenigstens vernünftig getroffen haben. Aber ich glaube nicht. Es sah mir ziemlich hart nach einem Wirbelsäulentreffer aus. Weil der ist auch gleich zusammengesackt. Der lag auch gleich im Dreck. Gut, das ist jetzt bei dem ja auch passiert. Aber den habe ich sicherlich nicht die Wirbelsäule getroffen, sondern direkt ins Herz. Nee. Oh, Lunge. Okay. Okay, dann nur Lunge. Also ich habe gelernt heute, es ist keine Bogenmap hier. Die Tiere sind alle viel zu scheu, außer das, was wir so kennen, so die üblichen Verdächtigen, Rothirsch und so. Die kriegen wir natürlich mit dem Bogen. Die habe ich auch mit dem Bogen erschossen.
Aber der Rest hier, selbst wenn ich irgendwo im Dreck liege, kriege ich einen Warnruf. Von dem Tier aus 150 Meter Entfernung. Das ist halt einfach alles keine Bogendistanz. Da liegt unser Puma. Das sieht aus nach einem tödlichen Treffer. Aber ein tödlicher Treffer könnte auch ein Wirbelsäulentreffer sein. Na, wie sieht's aus? Habe ich ihn gut getroffen? Gib mir ein Zeichen. Oh! Ja, habe ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war wirklich hart knapp. Aber auch kein Diamant. Kein Diamant. Diamant ist ab 39, wir haben 38 3 geschossen. Das war mega knapp. Mega knapp. Lol. Krass. Und Vierer. Gefunden. Silber. Schön. So, das war, glaube ich, der größte jetzt hier, der Sechser, ne? Wohl vom Geweih her. Ja, auch nur Silber. Aber schöner Drive-By. Zack. Silber. Okay. Nur silberne Rothirsche, aber was soll's. Oh, der ist ja süß. Der ist ja süß. Also Rothirsche abschießen bin ich geübt. Da könnte ich. Also, der, egal wie schnell der läuft, egal wie weit er weg ist, den treffe ich tödlich. Leider nur ein Fünfer. Ah. Was willst du machen? Kannst du machen? Nix. Ja, schön, schön, schön. Aber auch wieder nur Silber, ne? Wir schießen nur silberne Rothirsche heute. Muss da oben hin. Von da aus schießen. High Ground. Wir brauchen High Ground. Wie in Fortnite. Für Fortnite. Ich kriege ich, mein Freund. Das ist doch, glaube ich. Ja, das ist ein Dreier. Ne? Nur die andere Waffe. Aber dann. Ey. Die. Also. Ich habe den doch jetzt nicht anders getroffen als den anderen, oder? Aber die schaffen das. Diese Axis-Hirsche schaffen das. Ihre wichtigen Organe einfach vorm Schuss hinten in den Hintern reinzuziehen, sodass du die nicht triffst. Also zumindest nicht tödlich. Lieber. Könnte auch sein, dass er einfach nur schlecht gedroppt ist und ich ihn trotzdem gut getroffen habe. Okay, ich habe nichts gesagt. Er hat einfach nur schlecht gedroppt. Oder mir einfach zu langsam. Er hat einfach zu langsam gedroppt. Zweimal scheiße getroffen. Das war ein sehr, sehr guter Schuss, aber der droppt halt so langsam. Und nach dem gleichen Motto würde ich jetzt sagen, ist der andere da drüben auch gefallen. Also auf die gleiche Art. Also es könnte schon sein, dass ich den auch gut getroffen habe. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Also übrigens die beste Map, die beste Gegend auf der Map zum Schießen von Rothirschen, Axishirschen, Maultierhirschen. Das ist halt ein super Gebiet hier. Weil hier haben die ihre ganzen, teilweise ihre ganzen Ruhegebiete und Fressgebiete und sowas alles. Und du kannst halt ewig weit gucken.
Die sehen echt klein aus, ne? Aber wenn man die in einem Zoo sieht, sehen die echt groß aus. Also ich habe die letztens im Zoo gesehen und dachte so, was, das sind Axishirsche? Die sehen aber ein bisschen groß aus. Guck mal, der erste Schuss war eigentlich schon richtig, richtig geil. Warum habe ich eigentlich nochmal einen zweiten abgesetzt? Egal. Hat mir jetzt an der Wertung nichts versaut. Gold. Ist Patagonien nicht Argentinien? Mexiko ist doch die Rancho-Karte. Stimmt. Südamerika. Wir sind in Südamerika. Ja, alles okay. Ich bin wieder lost hoch 10. Es tut mir leid. Silber. Ach Mist. Drüber geschossen. Drüber geschossen. Den haben wir scheiße getroffen, aber den anderen glaube ich nicht. Der kommt wieder. Okay. Krass, dass sie einfach wiederkommen, obwohl er sich eine Kugel gefangen hat. Der andere ist tot. Mich jetzt auch gewundert. Geil, die liegen nebeneinander. Die liegen einfach nebeneinander. So. Silber-Rothirsch. Ob wir heute noch einen goldenen Rothirsch schießen? Ich glaube es nicht. Auch nur Silber. Ja, 182 wäre Gold gewesen, der ist 172. Gut getroffen. Die droppen echt langsam. Die haben einen hohen Metabolismus. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Also die laufen echt noch weit, bis sie dann wirklich sterben. Gold. Schön. Silber. Hier ist ein Vierer leicht, der sieht gut aus. Zwei davon. Okay. Der hintere ist besser. Nachladen. Wieder null Schuss im Magazin. Ah, falsch. Falsch. Zweiter Schuss war der falsche. Den wollte ich eigentlich nicht treffen. Na egal. Trotzdem alle drei getroffen. Alle drei tot. Guck mal, dreimal tödlich getroffen. Alle drei zusammen. So, Gold. Schöner doppelter Lungentreffer, Herztreffer. Top. So, die beiden Burschen sind auch nicht weit gekommen. Das ist der kleinere, der ist Silber. Und der hier müsste auch Gold sein. Ja, guck mal. Der kam gerade wieder hoch. Zack. Ganz knapp die Wirbelsäule verfehlt. So, wir gucken mal hier unten so ein bisschen. Das Gebiet hier war, als wir angefangen haben heute Morgen, war es sehr, sehr lila. Jetzt schwächt es schon wieder ein bisschen ab. Deshalb müssen wir dann nochmal hin und ein paar Wasserbüffel schießen.
Die Basserwüffel. Die Basserwüffel hatten heute noch gar keinen Besuch von mir. Wow! Alter! Hab ich mir jetzt fast in die Hose gemacht. Warum seid ihr so schnell? Jetzt müssen wir rein, jetzt müssen wir rein. Jetzt müssen wir auf Masse gehen. Jetzt dürfen wir uns keinen aussuchen, jetzt müssen wir auf Masse gehen. Können wir mal schlecht einen aussuchen. Silber. Oh, Gold. Hals-Nasen-Ohrenschuss. Schön. Bronze. Der war ja groß. Ich finde nur die Leichen nicht wieder. Bronze leider nur. Auch nur Bronze. Schade. Hab definitiv nicht so viel wiedergefunden, wie ich geschossen habe. Ah, da ist noch einer. Gold. Schön. So, das war's auch schon wieder mit unserem YouTube-Video. Wir waren heute relativ erfolgreich in Südamerika unterwegs. Zum Schluss noch mal ein paar schöne Büffel geschossen. Top. Sehr gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst das Abo nicht. Vergesst den Follow auf Twitch nicht. Der Link ist in der Videobeschreibung. Macht's gut. Ciao.